Namaste. Namaste, Freunde. Namaste, Freunde. Willkommen zur 18. Session. Today we'd like to focus on Heute möchten wir uns mit dem Göttlich-Weiblichen in der Form von Tara befassen. Tara ist die Göttin des Mitgefühls. Om Tare Tutare Ture Svaha ist eines der Hauptmantras des tibetischen Buddhismus. Und wir haben gehört, dass es auch das Lieblingsmantra seiner Heiligkeit des Dalai Lama ist. Es gibt 21 Formen der Göttin Tara und jede ihrer Formen hat einen bestimmten Fokus, eine eigene Qualität und Essenz. Dieses Mantra ist für die grüne Tara. Die grüne Tara ist eine sehr praktische und bodenständige Göttin. Genau wie eine Mutter, die sofort kommt, wenn ihr Kind um Hilfe bittet. Wenn du Bilder, Tankas oder Skulpturen der grünen Tara siehst, wirst du feststellen, dass einer ihrer Füße bereits ausgestreckt mit der Fußsohle auf dem Boden ist, damit sie jeden Moment aufspringen kann. Tare bedeutet die göttliche Mutter, die befreit. Und Tutare ist diejenige, die Ängste beseitigt. Ture bedeutet diejenige, die Erfolg gewährt. Und Soha oder Svaha ist ein Wort, das man am Ende vieler Mantras findet und welches bedeutet, mögen die Segen dieses Mantras im Herzen Wurzeln schlagen. Wie bei allen Mantras ist auch bei diesem Mantra die Bedeutung wesentlich mehr als die Summe seiner Teile. Somit wird die Übersetzung des Mantras seiner wahren Bedeutung wirklich nie gerecht. Es ist gut beim Chanten, die Absicht des Mantras als starken Fokus in uns zu haben. Aber wirklich wichtig ist der Effekt, der das Mantra auf uns hat. Das ist die wahre Bedeutung des Mantras für jeden von uns. So we invite you to Wir möchten dich einladen, einen Moment über Mitgefühl nachzudenken. How it manifests in your Wie es sich in deinem täglichen Leben, in deiner Familie, bei deinen Freunden und bei den Menschen, die du liebst, manifestiert. Wie es sich im Hinblick auf deine Sicht der Welt, die täglichen Nachrichten und das manifestiert, was du um dich herum erfährst. Wie empfindest du Mitgefühl, das dir entgegengebracht wird? Und bist du offen und fähig, das Mitgefühl anderer zu empfangen? Mitgefühl ist nicht, Mitleid mit jemandem zu haben, sondern Mitgefühl ist, wie unser Freund Ramdas es sehr gerne bezeichnet, herausfordernde Gnade. Wir denken über diese kraftvolle Qualität des Mitgefühls nach, die wir alle besitzen, ausgedrückt durch dieses Mantra. Und wir chanten es für das tibetische Volk und alle unterdrückten Menschen auf der ganzen Welt. Wir chanten es auch für die Unterdrücker. So we invite you to close your eyes. Wir möchten dich also einladen, deine Augen zu schließen und bequem aufrecht zu sitzen. Diesmal konzentrieren wir uns auf unser Herzzentrum in der Mitte der Brust, denn das ist das Zentrum des Mitgefühls. Mitgefühl ist die höchste Form der Liebe.
With a deep breath. Wir atmen tief ein. And slowly opening our eyes. Und ganz langsam öffnen wir unsere Augen. And looking at the world around us. Und wir schauen auf die Welt um uns herum. With a mit einem Gefühl. Sense and understanding of compassion. Und Verständnis für Mitgefühl. We are all one family. Wir sind alle eine Familie. Have a blessed day. Wir wünschen dir einen gesegneten Tag. Namaste. Namaste.